Moin Moin! Ab heute wird ein Traum wahr. Und zwar kriegen wir unseren eigenen Dönerladen. Papa steht schon da. Wir gehen mal hin. Da bist du ja, mein Kind. Du fragst dich sicher, warum ich dich hierher gerufen habe. Es wird Zeit, dass du auf eigenen Füßen stehst. Ich bin hier, um dir unser Familienerbe zu zeigen. Mit diesem Restaurant wirst du der beste Koch der Stadt. Ich werde dir die ersten Schritte zeigen. Hey, 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 öffne deine verschlafenen Augen und lass uns an die Arbeit gehen. Öffne die Tür mit dem Schlüssel und lass uns sehen, was für ein Chaos uns auf uns wartet. So. Ja, damit. Ja, unser eigener Dönerladen. Das wird cool. Habe ich mir schon länger gewünscht. Mach das Licht an. Mal sehen, wie es aussieht. Da. Was für ein Saustall. Der hätte hier ruhig mal aufräumen können. So, machen wir den Müll erstmal weg. Damit es hier wieder schick aussieht. Ja, mit dem Sack. So, alles weg. Zack. Schmutz entfernen. Dafür, dass er mir den Laden vermachen will, hat er es aber ganz schön süffig hinterlassen. Können wir jetzt hier das renovieren. Sehr gut. Es ist noch besser als vorher. Es ist fantastisch. Jetzt ist es an der Zeit, die alten kaputten Möbel loszuwerden. Verkaufen. So, was ist hier noch kaputt? Das. Das auch. Ja, wir nehmen erstmal die günstigen. Und schön Fensterplatz ist, glaube ich, nicht verkehrt. Also so ein bisschen näher beieinander. Muss ja nicht alles so weit weg sein. Natürlich fehlt uns noch eine Menge. Wir brauchen eine Küchentheke. Ohne sie kannst du nicht anfangen. So, Station. Messerhalter. Das Ding. Ja, damit wir auch schön was schneiden können. Zack. Okay, mein Kind, wir sind fast fertig. Jetzt müssen wir dir nur noch ein paar Küchenutensilien besorgen, damit du loslegen kannst. Aha. So, eine Schüssel, noch eine Schüssel. So ein Spieß. Zweiter Spieß. Was auch immer das hier ist. Ach so, Anzündsack. Säcke sind immer gut. Und zweimal Kohle. Holen wir uns beim Metzger die Zutaten für das erste Gericht. Ja, kannst du ja endlich losgehen mit Kochen. So, wir wollen Ribeye bezahlen. Ja, damit. Zurück ins Restaurant. Das stellen wir erstmal hier hin und jetzt können wir uns die Petersilie und die Tomaten holen. So, es wird langsam Mittag und ich bin ziemlich hungrig. Ich hoffe, dass mein Kind ein leckeres Gericht zubereiten kann. Nö. So, wir sollen erstmal das Ribeye einschneiden. Das wird sofort erledigt. Zack, zwei Stück haben wir. Eine Ribeye-Scheibe nehmen. Jetzt sollen wir schwarzen Pfeffer drauf machen und Salz. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Kohle in den Grill, das machen wir. Anzünder in den Grill, das machen wir auch. Sollen wir das wahrscheinlich hier drauflegen, damit das schön brutzeln kann. Umdrehen. So, jetzt ist gleich fertig. Zack. Dann im Teller. Keine Ahnung, den hier unten. So normalen. Jetzt müssen wir, ich glaube, noch so eine Tomate grillen oder so.
tue erstmal die Sachen, die ich gesammelt habe, beziehungsweise eingekauft habe, tue ich erstmal in den Kühlschrank rein. Tomate grillen. So, die soll ich erstmal grillen und dann soll ich die klein schneiden. Dann mit dazu und dann die Petersilie noch drauf. So, fertig. Jetzt können wir die klein schneiden. Hauen die mit drauf. Aha, ein Stück nehmen. So, auf der Servicetheke wird die Präsentation ihrer Speisen abgeschlossen. Vergewissern Sie sich, dass ein Gericht auf der Speisekarte steht, bevor Sie es servieren. Kann den Teller nehmen und da reinquetschen. Zack. Ein Stern. Das ist ja Kacke. 23% Hitze. Naja, ist wahrscheinlich schon etwas abgekühlt, während es da lag. Naja, da freut sich aber trotzdem. Jawohl, lass dir schmecken. Das ging auch schnell. Geld? Keine dreckigen Teller rumstehen hast, aber in die Spüle. Oh, nicht mal ein Geschirrspüler. Aha. Fertig. Der erste Gast. Ja, genau das habe ich. Ja, habe ich gut gekocht, nicht wahr? Mir richtig Mühe gegeben. Jetzt kommen die guten Kunden hier. Piep mehr. Dann waschen wir sofort ab. Und gar nicht erst, dass viel Dreck entsteht. Oh, der nächste. Ist alle, oder was? Ist alle? Shit, da muss ich nochmal Neues machen, oder was? Ach du Kacke. Ne, Moment, erst Salz und Pfeffer drauf. Tomate drauf. Steak drauf. So, Petersilie tue ich schon mal hin. Teller. Können wir schon mal die zwei Stück draufpacken. Steak umdrehen. Ja, es kommt gleich, es kommt gleich. Entspann dich. Kochen dauert seine Zeit. Ach, Kacke. Tomate fertig. Steak fertig. Tomate schneiden. Tomate drauf. Steak drauf. Ende. Fast 100% bei allen. Sehr gut. Haben wir der Kohle. Haben wir der Kohle. Da müssen wir gleich abwaschen, damit die Plätze auch sauber sind. Ja, geht bis jetzt ganz gut. Ich dachte zwar, dass ich mehr. Die sehen doch zufrieden aus. Ich dachte zwar, dass ich mehr Essen irgendwie aus einem rausbekomme. Aber so ist das. Ja, mit dem Geld. 100 Glocken. Ich bin ein Luxus-Döner-Restaurant. Na, einmal ist noch da auf jeden Fall, oder? Wie viel kann man da rausnehmen? Einmal geht noch. Einmal ist noch da, es kann noch einer rein. Oh, was ist das? Osterei. Kann ich das kochen? Das werden wir später rausfinden. Ich muss auf jeden Fall erstmal aufräumen. Und jetzt gehe ich nach Hause. Und lege mich auf meine dreckige Matratze. Grillfleisch ist jetzt Kochlevel 2, wie es aussieht. Da kann ich mehr Geld verlangen. Das kostet 120 Dönerpiepen. So viel zum ersten Tag. Neue Rezepte. Oh, da gucke ich gleich mal drauf. Hühnerbeine und Pommes. Wer ist das? Master. Sieh an, wir haben einen neuen Chefkoch. Dieses Restaurant kenne ich wie meine Westentasche. Du musst ein Kind sein. Du trittst zwar in die Fußstapfen deines Vaters,
aber ende nicht wie er. Wenn du glaubst, dass es einfach ist, werde ich dir ins Gesicht lachen. Wir werden sehen, ob du die Anforderungen dieses Jobs erfüllst. Im Moment bist du eine Verschwendung meiner Zeit. Zuerst musst du eine gute Bewertung von der Gourmet-Behörde bekommen und dann bin ich vielleicht bereit, mich dir zu stellen, wenn ich in der Stimmung dazu bin. Können wir eigentlich auch Pommes mitmachen? Da haben wir gleich drei Gerichte. Dann muss ich hier nur noch mal so eine Theke auf jeden Fall hinstellen, weil so viel Platz habe ich dann doch erstmal nicht. Zack. Damit ich auch genug Platz habe, um meine ganzen Sachen dahin zu packen. Und dann kaufe ich jetzt sofort die Fritteuse. Fritteuse, zack. Auch Sonnenblumenöl wurde gesagt. Ich kann ja noch mal die zwei Sachen mitnehmen. Für die Pommes brauche ich Ketchup und Mayo. Tomatenmark, okay. Käse, neue Gewürze. Sonnenblumenöl. Na, ich hole mal zwei. Weil jetzt gehe ich zum Metzger, hole mir meine zwei Hühnerbeine. Vielleicht hole ich vier. Ich hole mal vier. Weil es kann ja sein, dass ich das Essen auch wieder zweimal machen muss. Zwei, drei neue Tomaten mitnehmen. Und ein paar Kartoffeln. 1, 2, 3. Sollte ja reichen. Oh, das war einmal einteilen. So. Salz und Pfeffern. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, Steak drauf. Tomate drauf. Teller rausholen. Zack. Hauen wir gleich rein. Speisekarte. Alles dreis rein. Gegrilltes Fleisch. Sehr gut. Da eine Kartoffel reicht, werden wir gleich sehen. So, Scheiben. Pommes. Ich warte mal noch, vielleicht muss das Öl erstmal heiß werden. Ja, das Öl muss erstmal heiß werden. Chili Pfeffer. So, das bedeutet, wir machen jetzt Salz drauf, Chili-Pfeffer drauf und dann wird das Ganze 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, auf den Teller, auf den Teller. So, die Tomate muss noch fertig werden und dann ist es fertig, ne? Tomate schneiden, Scheiben drauf, ja, okay. Bist du heiß jetzt? Kann ich jetzt hier die Pommes reinlegen? Schläg sie mal rein. Was meine Tomate fertig? Dann habe ich meine Hühnerbeine. Zack. Hühnerbeine. 99. 3 Sterne, sehr gut. Jetzt habe ich es rausgefunden. Ich musste den Korb rausnehmen. Den Korb rausnehmen, dann die Pommes in den Korb und dann geht das. Ich greife einfach so mit der Hand in die Eisfritteuse. Warum nicht? So, und dann haben wir hier noch die Pommes. Fertig. Ja, nicht schlecht. 2,9. So, jetzt kann ich die Fritteuse jetzt ausmachen. Und kann jetzt den Laden öffnen. Oh, sind 3 Leute. Naja, gut. Immer schön reinkommen. Wir haben jetzt auch Pommes. Ja, gegrilltes Fleisch, aber wir haben auch Pommes. Ist Pommes? Hühnerbeine. Dann willst du Pommes. Oh. Jawohl, Pommes. Ja, es scheint dir gut zu schmecken. Restaurant Level 2. Geil, ich habe gut gekocht. Na, schon fertig, haben wir im Geld. Gar nicht lange sitzen bleiben, draußen warten auch noch Leute. Zack. 130 Piepen. Das ist gut.
Das Dreck! Was willst du? Hühnchen. Hühnchen ist alle! Jetzt muss ich für dich extra neues Hühnchen machen. Der Grill ist aus. Ich glaube, es macht mehr. Ich glaube, es macht Sinn, wenn ich mehrere Sachen immer auf einmal koche und dann irgendwie eins in den Kühlschrank stelle oder so. Weil jetzt muss ich hier wieder anfangen, den ganzen Scheiß zu machen. 2, 3, 1, 2, 3. Nur weil einer jetzt hier noch was haben will. Das geht ja. Ich mache hier gerade Essen, weil du was wolltest. Du wolltest dir scheiß Hühnerbeine fressen. Arschloch. Ich mache das jetzt trotzdem einfach fertig. Keine Ahnung, stell es in den Kühlschrank. Stell es hier einfach in den Kühlschrank. Fertig. So, das muss ich noch mitnehmen. Ah, 4 Teller. Ich gehe erstmal nach Hause. Was ist das da hinten? Eine Bar. Da kann ich zocken? Bier. Ja. Krieg ich davon Bonusse? Werde ich davon besoffen? Ja, ich werde davon besoffen. Okay. Dann gehe ich halt nach Hause. Das soll erstmal für heute gewesen sein mit dem Kebab-Simulator. Lasst euch übrigens mal einen Namen einfallen, wie wir unseren Dönerladen nennen sollen. Schreibt es mal in die Kommentare. Können wir gerne diskutieren. Für heute war es das erstmal. Ich denke mal, es werden ein paar mehr Videos noch dazu kommen. Scheint nach einem lustigen Game auszusehen. Und bis dahin wünsche ich euch erstmal einen spannenden Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.